Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Enjoy yourself. Morgen, Jungs. Und Mädels, wir spielen wieder mal, wie jeden Sonntag, SCP Container Breach. Breach! SCP Containment. Briage. So ungefähr. Ja, los, ohne Intro. Start. Mit Skida machen? Ja. Start. In der Politan. Das war jetzt ein Insider. Grüße an das Füchschen. Slap. Und es geht los. Ja, was gibt's zu erzählen? Oh, ich habe irgendwo hingeklickt. Ja, was gibt's denn? Genau. Gibt nichts zu erzählen. Sollst du denn schon wieder irgendein Zeug erfinden? Jetzt mach gescheit. Oh, ich sterb. Wir haben ja jetzt Five Nights abgesetzt, ne? Echt, haben wir schon? Haben wir schon. Also, ich dachte, wir probieren es noch einmal. Wenn dieses Video rauskommt, haben wir es dann schon abgesetzt? Wir können es auch lassen. Ich meine, es war ganz lustig, aber es ist halt irgendwie von Nacht zu Nacht immer dasselbe. Ja. Außer, dass es halt schwerer wird. Ich meine, die Leute, die es interessiert, die haben das wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, wie es funktioniert. Ich meine, wir können es nochmal gucken und hier schauen, nochmal probieren und gucken dabei, was das mit diesem Golden Freddy auf sich hat. Ja. Wo man da irgendwo auf irgendeiner Cam ein Plakat gucken muss oder sowas. Leider. Nee, das. Die schreiben wieder Kommentare, ich sag's dir, weil das will nicht wissen. Na, wo war das? Das war immer auf. Wenn er auf einem bestimmten Plakat irgendwie golden ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, und dann komme ich zur Karte. Ja, weil dann ist er nur auf dem Plakat golden oder was? Ich hab keine Ahnung. Nicht. Ja, komm, dann lass mal es einfach. Ich sehe schon die Kommentare wieder. Ich lese es immer, ich kann mir das nicht merken, ne? Ja, geht mir genauso. Wir gehen einfach mal hier lang. Was war das jetzt? Alter, war das sowas? Was willst Junge? Denn du? Mach jetzt gescheit. Junge. Alter, laber nicht. Triple? Ja, komm. Ist nämlich an Tony Hawk. Konnte man immer einen Kickflip oder einen Double und einen Triple, wenn du richtig weit geflogen bist. Das war jetzt hier so ein Triple Mouse Bug. Aber ohne Fliegen. Willst du nicht darunter gehen? Hier die Hand holen. Ach, da meinst du. Ich hab's ja vorhin nicht geschafft. Oh, the Bastard ist ausgebrochen. Jetzt. Kompta. K-O-M-P-T-A. Kompta. Genau. Kompta aus dem Boden. Oh, Alter. Ist es wirklich Wolle? Ist doch Wolle. Hab ich das nicht gesagt? Ja, du hast Wolle gesagt. Ja. Im Spiel sieht's aus wie ein Stück. Ist Wolle. Ich hab doch das Leaflet hier gelesen in der Description. Da stand auch, dass es Wool ist. Das Rohr des Grauens hat uns vergiftet. Ja. War richtig schlimm im Livestream. Livescream! Was mach ich? Du musst sie anzuchen. Ja, aber von hinten kommt er. Ja, da lässt sich noch Zeit. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Enjoy yourself. Rohr des Grauens. Okay, jetzt muss ich von der anderen Seite kommen. Daran lag's. Der kommt. Das Rohr. Schon wieder. Und gerade eben hat man es noch. Das hau ich in den Thumbnail, ey. Das Rohr. Oh mein Gott. Oh Mann. Die Rückkehr des Rohres. Ja. Des Grauens. Okay, da sind so viele Deaths. Too long. Motherfucker! Rohr! Wer kennt's? Motherfucker! Soll es sein? Du kennst schon mal nicht. Wer kennt's? Schreibt in die Kommentare, wo das herkommt und wer das gesagt hat. Ich sag mal so, es hat entfernt etwas mit Akte X zu tun. Aber nur über Ecken. So. Darf ich sagen, was ich denke? Was? Alter, Mausbug. Dings, Gary Gooey? Nein. Schreib in die Kommentare. Aber wenn du es doch sagen würdest, dann wäre es auch blöd, weil dann wissen die es aus dem Video.
Aber nee, es war Scary Movie, ist es nicht. Der ist immer noch da, der Motherfucker. Und meinst du, ich komme mal vorbei? Don't say motherfucker to me like that, it makes me miss you. Ich bin einen Umweg gelaufen und kann nicht mehr rennen. Ich glaube, wenn ich mich drehe. Fuck, ich kann den Aufzug nach. Gut. Das war mal wieder ein bisschen 939 Chaos. Warum bin ich da runter? Warum höre ich auf dich? Weil du die Hand holen solltest. Die Hand? Die Hand des Grauens. Ich hab da jetzt gerade irgendwie Likely gelesen. Ja. Los, Fearing HD. Start. Das ist mein neuer Nickname auf YouTube. Der heißt Fear. Und das ohne Sabbern ausgesprochen. Ja, ich auch. Ja. Katze Mons schon wieder. Hört man das im Video? Man weiß es nicht. Los. Das warst aber du. Das war ein Fake-Maus, war ein ganz schlechter. Ein echter wird ungefähr so aussehen. Alter. So plötzlich einfach. Das mache ich bei dir, wenn du bei dem drin stehst. Und hier ist alles voll sicher. Da unten auch eigentlich. Ich sehe nur noch zwei andere Mannequins. Ich will jumpen, aber wenn du blinzt, das macht der gar nicht. Geht doch nicht. Du musst, wenn du SCP-173 siehst, dran denken. Bleib weg, dann passiert nichts. Okay. It's the rule. Ja. Miau, macht's. Das ist doch ein Arschloch. Oh, wait. Ist es der Endless Room? Dann finde ich da die Karte. Nein, ist er nicht. Das war jetzt Wunschdenken von dir. Wunschdenken. Was machst du? Du guckst und so. Versuch nach oben. Der andere läuft ja erst, wenn du schon unten warst. Da oben. Und so. Dann komm da. Und so. Und so. Hast du wieder deine Tabletten nicht genommen? Nein, ich habe mich an einen Video erinnert. Und so mit. Und so. Und so. Und so. Ja, und so. Got the card. Ich wollte nur eben sagen, dass ich dich verliebe und so. Und so. Assi, tussi. Bitte, zeig das Video niemandem. Da wird's der Hit auf YouTube. Warte mal, ich muss eh zurück. Oder? Wieso, da kommst du doch nicht her? Ja, mit der Glasscheibe der Raum, zwar im letzten Gameplay. Achso, du hast eine Karte. Ja? Ja, dann musst du jetzt zurück. Nee, war aber der Raum? Ja, da bist du vorbei gestorben bin. Da bist du voll krass vorbeigelaufen, Junge. Echt jetzt. Guck, siehst du, so schlecht ist mein Gedächtnis, dass ich nicht mal das merken kann. Du F-A-G. Wieso arbeitest du nicht bei diesem Unternehmen? Nein, du hast das Wichtigste vergessen. Alter, nein! Really? Jetzt habe ich so just for fun auf den gedrückt. Oh. Now. Wir haben noch nicht mal 10 Minuten. Kann eigentlich. Ja, komm, try. Wenn es genauso lang wird, dann haut es wieder hin von der Länge. Das ist der Ultra-Fail oder was? Oh Mann. Ich trinke noch einen Sack. Irgendwas wollte ich erzählen. Ich hab's vergessen. Hm? Ich wollte irgendwas erzählen. Auch nicht schlecht. Wir kriegen kein Geld dafür, für dein Product Placement. Ja, also wenn mir das Unternehmen von dem Getränk, das ich jetzt gerade gezeigt habe, ein Product Placement anbietet, gegen Entgelt, dann erwähne ich auch hier, wie es schmeckt und so. Voll scheiße. Und sag euch, dass ihr das mal ausprobieren sollt und kaufen sollt. Ich finde Product Placement schon blöd in YouTube Videos. Ich finde es irgendwie cool. Ja, okay, aber wenn du ein Video halt nur machst, ja, jetzt nicht so ständig halt, aber so wie jetzt gerade eben halt. Ja, so. Das finde ich nicht schlimm, aber wenn ich das Video sich nur also, um das Produkt wenn dreht, halt. Und was trinken, dann lecker. Kauft euch auch mal dieses Getränk.
Wieder dieser Gang, toll. Aua. Mein Trommelfell. I bet you can't laugh without smiling. Gut. Ne, das war schon so. Da muss man automatisch richtig lachen. Muss aber wirklich so wie ein Lachen klingen. Grumter. Bin drin! Achso, haben ja, wir schon mal gemacht, ne? Aber das war einmal, glaube ich, wo die Aufnahme corrupted war. Das ist corrupted sie. Nehmen wir noch auf, dann. Meth! MAV. Wow, das ging aber schnell, du. Instantaneously oder so. Alter. Man, what is going on here? Mach ich eigentlich laut irgendwo? Oh ja, yeah. Das schaffe ich nicht. Peter steht da. Sind wohl kurz. Was? Ihr macht. Was macht ihr? Halt die Klappe! Das war blöd, ne? Jetzt kommt er da rein. Nee, kommt da rein. Komm, jetzt geht da durch und. Nix. Wenn es weg bleibt, passiert ja nichts. Ach ja. Wann kommt denn wieder ein Update? Ich meine, wir haben die jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, die Version. Ja. Also Alex B, also known as Illegalis, weißt Bescheid. Wer hat die Kiste am Programmieren? Ja. Am besten mit der Unreal Engine 4. Ich habe den Alex B übrigens in die Fearing HD Mod eingebaut. Das haben wir glaube ich noch gar nicht gesehen, wo wir gespielt haben. Hä? Sein Profile Picture. Aha. Ach, ich habe ja noch gar nichts, Junge. Okay. Lustig. Lustig. Was lustig war, deswegen haben wir jetzt. Ach so, okay. War so ein bisschen Running Gag. Oh. Er ist dreimal gekommen, das ist ein Running Gag. So kindisch eigentlich. In der Nacht ist er dreimal gekommen. Ja, zweimal vor Mitternacht. Oder wie, nee, vor 3 Uhr. Irgendwie sowas. So bescheuert eigentlich. Saukindisch, aber irgendwie lustig. Das ist der, oder? Ja. Ich bin für kindischen Humor irgendwie das voll. Ist der Endless Room. Nein, das ist eine Karte. Room, dann geh einmal durch, dann kommt die Karte. Echt jetzt? Ja, ich glaub schon. Glaub schon? Noch nicht? Da bist du jetzt hergekommen. Ja, guck, so geht's. Du musst in der eine Seite rein. Warum hat er jetzt den blöden Becken? In der eine Seite rein, in der andere raus. Pew. Piu, 3. Piu. Kennst du den? Den Hoche? Hoche, ja. 3. Ja, das macht ist von TV Total Nippel. 3. Du hast Nippel, ich hab Nippel gesagt. Ich würde auch mal gerne machen. Hier so ein Nippelboard, wo man dann drückt, dann kommt irgendwas. Bin ich jetzt eigentlich richtig gelaufen? Ja, so lustige Zitate von uns. Mhm. Ja, aber müssen wir voll auschecken. Ja. Wo was ist? Also ich mach das ja ab und zu, dass ich von der letzten Episode was reinschneide, aber viel weiter. Ich weiß ja, mein Gedächtnis ist ja nicht so gut. Ja. Es passiert nicht. Das aber ich halt also. Du bist geistig so ein bisschen beschränkt. Aber du bist geistig so beschränkt, dass du dir über deine eigene Beschränktheit nicht bewusst bist. Mann, ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Hat irgend so einer mit so ein bisschen Akzent gesagt. Das komische Zeug schmeckt irgendwie sau eklig. Das war aber nicht. Das war gut. Dein Magnesium-Tablet. Ne, Calcium war's, ne? Calcium. Calcium. Oh, guck mal, überall kommen wir nicht weiter. Was ist denn das? Was ist denn da los? Dass die. Walküre oder so nicht. Oh Mann, ich glaube, das ist voll das langweilige Gameplay. Jetzt haben wir gestoppt.
gestorben. Wo ist Mausbugs? Liegt es an mir? Ja. Ich hatte vorhin keine. Ich habe dieselbe Version gespielt. Ah, Entschuldigung. Also kein, ich hatte ein paar, aber nicht so wie du jetzt. Ja. Irgendwo war doch dieser blöde Raum mit den Roar, habe ich doch gesagt, dass der da ist. Da ist ja auch wieder so ein. Roar. Roar. Ist das ein Lied? Roar. Roar. Von Hardy Pari. Ja, so ungefähr. Ja. Ich darf nicht immer nach links schauen, da ist immer. Dieser Übergangsbereich. Wie nennt man das eigentlich immer? Ich frage mich jedes Mal. Übergangsbereich. Übergangsbereich. Ja. Die Zone Overgang. Overgang. The Zone Overgang. Oh! Sorry, ich wollte ein bisschen übertreiben. Spack! Komm schon. Overdriven. Muss ich overdrive? Overdrive, ja. Ja, du brauchst 914. Ich bin doch. Oh, what? An dem. Nein, den Raum mit der Glasscheibe. Achso, das war im Vor-Gameplay. Ja, ich hab den doch. Aber in dem schon wieder gesehen gehabt. Ich finde ihn bloß nicht mehr. Hey, jetzt hat's doch gedreht, gell? Nee, hat's nicht, oder? Hat's. Doch, weil das war nämlich. Hat's gedreht? Dr. Dre? Spin me right round und so weiter. Ja, nein, vielleicht? Man weiß es nicht. Dr. Dre ist der erste Milliardär, Rapper-Milliardär. Echt? Sinnlose Fakten hier bei HDE. Ja, habe ich irgendwo in einem Interview gehört. Boy Q, Boy. Warum aber auch nur wegen Beats, oder? Ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass der durch sein ganzes, seine ganzen Nebengeschäfte geworden hat. Aber er hat auch viel. Ich meine, so als Rapper ja, ist er viel besseren. Ja, der war schon früher so voll der Ding, das schon oldschool und so shit war es schon. Alter, wo ist da der Mausbug, Schalter, Scheiße. Das war jetzt schwach. Hätte man verhindern können. Hätte, Fahrradkette. Fahrradkette! Genau, apropos Dr. Dre, was hört ihr so für Musik? Würde mich mal interessieren. Jetzt, wo das Gameplay so scheiße war. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Wenn ihr lustig seid. Das würde mich mal interessieren. Subscribe hier unten, wenn ihr bessere Gameplays sehen wollt. Und ja, eigentlich wisst ihr schon Bescheid. Unsere Stammzuschauer wissen, was wir am Ende unserer Videos immer sagen. Wir sind nicht abogeil. Beziehungsweise, wir sind abgeil. Oder? Das sagst du, nachdem wir gesagt haben, subscribe da unten. Ja, jetzt schau mal. Wenn du, das hab ich ja vorhin schon gesagt, wenn wir keine Abonnenten hätten, würden wir das Ganze ja nicht machen, oder? Das macht ja nur Spaß, weil jetzt jemand guckt. Ja, am Anfang war es Spaß. Wir wollten uns filmen, so. Ja, am Anfang war es Spaß für uns selber. Ja, und wir wollten halt unsere Reaction gucken, so auf Video halt, wie wir ausschauen, genau. Wenn wir Slender spielen dabei erschrecken. Und jetzt? Und dann war es so lustig, dass wir uns gedacht haben, wir laden es auf YouTube hoch. Dann haben sich Leute dafür interessiert, dann kam dann das Slender The Arrival, das hat dann wieder so ein paar mehr Klicks bekommen. Da haben wir mit SCP angefangen und das ist total gut angekommen und seitdem machen wir das. Ja. Und jetzt haben wir halt Spaß daran. Ja, gut, wenn wir jetzt hier halt nicht die Abonnenten, dann würden wir es auch nicht mehr spielen, weil ich meine, SCP ist langsam durchgekaut. Eben. Es kommen klar Updates, aber so für euch spielen wir jede Woche SCP. Also überlegt, wenn ihr sagt, jemand ist abogeil. Nee, also in der Hinsicht macht es uns ja auch Spaß. Aber es ist die Kombination aus dem Spiel und der Community bei YouTube eben. Eben, Community ist sehr wichtig für uns. Wisst ihr Bescheid? Das war mein Schlusswort. Ja, damit können wir es abschließen. Scheiß Gameplay. Gute Message zum Ende nochmal. Ist es der Titel fürs Video? Ja, das ist ein guter Titel. Bisschen lang, aber schauen wir mal. Das ist deeper Shit, ist das. Was man draus machen kann. Vielleicht können wir das so als Subtitel. Also nicht als Untertitel, sondern als Sub. Ja, aber die Frage ist also, immer, wer liest den Titel? Ich mache ja oft so, dass ich einen Titel fürs Video vergebe, der halt einschlägig ist. Und dann, wenn ich mit dem Titel noch ein bisschen was mehr
zum Ausdruck bringen möchte, was aber dann nicht in den Titel passt, weil es einmal zu lang ist, dann schreibe ich dann noch was dazu in die zweite Zeile von der Videobeschreibung. Die Frage ist halt, wer liest es? Ob es alle lesen halt. Liest ihr die Beschreibung? Ja, ich glaube schon, oder? Wird die Beschreibung bei denen im Abo-Feed angezeigt? Ja, aber nur zwei Zeilen. Ja, eben, da steht da drin. Zwei Zeilen ist in Ordnung. Ja. Der war schwach. War erbärmlich. Wir müssten während dem Spiel eigentlich so viel labern, wie wir am Ende immer labern, oder? Ja, da hat man da nichts mehr, worauf man sich so ein bisschen konzentrieren muss. Ich habe auch jetzt rausgefunden, was an diesem weil ich fast nicht verstanden, Minecraft, ob man das schauen kann, aber das ist manchmal echt interessant, weil die labern halt die ganze Zeit so zeuglich. Machen die ein Gameplay-Commentary? Ja, nicht. Nee, das ist schon Let's Play, würde ich sagen. Und ich schaue das sogar manchmal zum Einschlafen, weil mich interessiert das Spiel halt gar nicht, aber was die labern. Das ist nur beim Einschlafen, go, wie das Abendspiel aus. Lass labern, wir haben eh nicht so lange gespielt. Das ist, war, als wir noch auf der Realschule waren. Wir sind da zu der Zeit so, wissen. Ich konnte zwar so den Nachmittag über aktiv sein, aber wenn ich mich nach der Schule hingesetzt habe und einen Fernseher angemacht habe, dann dieses typische Nachmittagsprogramm, so kann da diese ASI-TV. Diese Gerichtssendungen, ne? So Richter Holt und Barbara Salisch, die habe ich angemacht, dann habe ich mich aufs Bett gesetzt, hingelegt, mit dem Gesicht zur Wand, also weg vom Fernseher, aber den Fernseher angelassen, den Ton einfach und ich konnte dabei super einschlafen. Innerhalb von 10 Minuten oder weniger war ich weg. Und ich weiß nicht. Ja, manchmal schaue ich Dokus. Bei diesen Gerichtssendungen, das ist nicht so interessant, dass du es folgen willst, ne? Und es sind aber Geräusche im Hintergrund, das hilft irgendwie beim Einschlafen. Ja, ja. Und du hast halt nicht das Gefühl, dass du irgendwas verpasst, wenn du nicht hinguckst. deswegen klappt das vielleicht. Ja. Ja. Was macht ihr so zum Einschlafen? Ich hätte voll viele Fragen an unsere Zuschauer. Zum Einschlafen, also ich gucke meistens irgendeine Serie vom Einschlafen und bis ich halt merke, dass ich müde bin oder wenn es halt Zeit wird, wenn ich am nächsten Tag dann raus muss und dann mache ich alles aus und lege mich ins Bett und schlafe einfach. Ey, weißt du, ich habe so eine Idee, wir können doch einfach so Laber-Videos machen, aber gar nichts. Ich finde es voll interessant, voll deeper Shit. Ja, gut, jetzt weil es halt spontan ist, aber wenn wir jetzt gezwungenermaßen was labern müssten, dann... Oder wir machen das so, wir splitten das, was nach dem Video immer kommt, splitten wir ab und laden separate. Das ist dann ein eigenes Format. Ah, ja. Das nennen wir dann Deeper Shit. Deeper Shit EP01. Ich glaube nicht, dass es immer so klappt, wie heute, dass wir so viel zum Labern haben. Glaub nicht, oder? Ich würde gerne öfter Vlogs machen, aber da bräuchten wir halt auch Anlässe dafür. Wir haben so ein langweiliges Leben, da passiert nichts. Wir müssen mal ins Kino. Da kann man kein Vlog draus machen. Stimmt. Da kriegen wir Ärger mit der Polizei. Läuft demnächst irgendwas so horrormäßiges? Achso, nee, aber im November kommt Interstellar von, wie heißt er? Mein Lieblingsregisseur. Ich weiß den Namen nicht, mein Lieblingsregisseur. Heißt er denn von Inception und The Dark Knight? Wer ist denn der Mensch? Das ist ich. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, bestimmt. Der ist auf jeden Fall geil, ist Science Fiction und von dem. Ist dieser Special Effect Explosion Typ? Nee, das ist. Michael Bay. Michael Bay. Christopher Nolan heißt er. Ah ja. Okay. Ja. Genau, und der kommt halt. Interstellar. Ich glaube, da habe ich auch mal einen Trailer so ein bisschen gesehen. Ich glaube, der ist. Könnte gut sein. Auch mit guten Schauspielern. Könnte gut sein. Das ist so space-mäßig auch, ja? Ja, ja. Und die fliegen dann so. Ich glaube, an die Grenze des Universums oder noch knapp. Ja, mein Ding hat mir schon ziemlich gefallen hier. Jetzt kommt's. Ja, wie heißt's? Hier, Gravity. Ah, den fand ich nicht gut, muss ich sagen. Das war nur so. Das waren nur Special Effects, aber storymäßig war es halt ein stinknormaler Film irgendwie. Ich finde tatsächlich. Die Effekte waren gut. Ja. Der Sound war gut, 3D war gut, der Sound war sehr gut. Sehr gut. Der Sound, der war richtig. Alter, was reden wir?
Ey, das, aber das können wir auch noch fragen. Sollen wir da ein Format draus machen? Ich finde das. Oder hättest du noch Bock? Ja, schon, aber das könnten wir halt nicht zu jedem Gameplay, glaube ich, bringen. Also nur, wenn es halt gerade durch Zufall dann... Halt spontan. Ja, durch Zufall, wenn es sich halt ergibt, wie heute. Nicht. Aber heute nochmal keins draus. Das gehört ja, okay, nicht nee, dazu. Nee, das, mein, also jetzt könnt ihr dann eben an dieser Stelle entscheiden, sollen wir daraus was machen. Wenn es sich anbietet, eben, dann kommt halt, weiß nicht, alle 6 Wochen oder sowas. Schon am Anfang vom Video, skip the gameplay. Watch the end. Machen die Facecam einfach doppelt so groß wie normal, dass das Gameplay quasi in den Hintergrund drückt. Nimm unser Gelaber halt dann. Ja, sind wir fertig? Ja, jetzt wir brauchen es nicht mehr. Oder kommt noch was? Oh, ich hab noch was. Ne. Ich hätte bestimmt noch was, aber können wir aufheben für die erste Episode dann. Ja. Ne, bis dann bist du doch immer. Ja, stimmt. Also, ich mach mal jetzt einen Cut hier. Das ja. 26 Minuten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt ihr auch bis zum Ende geguckt? Das wäre natürlich doppelt schön. Vielleicht haben ja auch viele schon beim Gameplay weg. Also habe ich schon öfter gefragt und dann haben die dann in die Kommentare geschrieben, ja, ich habe bis zum Ende geguckt. Und so. Ja, das sind uns. Wusste ich schon. Das unsere Hardcore-Fans. Und unsere Jungs sind es. Und Mädels. Unsere Jungs. Ja, aber auf der Karte, die ich hier gemacht habe, da sind gar nicht so viele Mädchen. 5 Girls, ja. Ja. Also ich glaube, in meinen Channel-Stats steht, dass wir 20% weibliche Zuschauer haben. Irgendwie sowas. Immerhin. War das, hat das auch die Karte zugetrefft? Ja, nee. Zugetrefft? Ja, nee. Oder? Ich glaube, 5 von 40 waren weiblich. Gewesen. Das wollte ich dir gerade fragen. Ah, scheiße. 5 von was? Von 40? 40. Das sind... Wir sind zu dumm. Komm, wir schneiden das raus. Ja, so auf Kommando rechnen kann ich ganz schlecht. Das ist jetzt voll die Drucksituation. So, ja, wenn mich der Lehrer fragt, irgendwie so, so 80 plus 15, oder dann 100. Ich kann sowas ganz schlecht. Ja. Dann gerade so in innere Panik, also ich nach außen so, komm, Schweißausbruch oder so. So innerlich denke ich, scheiße, fuck, ich, was ist das jetzt? Habe da. Ist dann voll peinlich. Dabei bin ich doch hochbegabt. Du bist hochbegabt. Kennst du diesen, da gab es so eine Sendung, so eine Zeichentricksendung, da war immer so ein blauer Molch, der immer mehr ins Futter gegessen hat. Ja. Der Junge hat immer... Das habe ich so gehasst. Ich fand es cool. Der Junge war so schüchtern, wenn er mit dem Mädchen geredet hat, immer so, habe da. Ey, hallo. Alter, wir schweifen. Komm, wir machen jetzt Schluss. Ja, 3, 2, alles gesagt, 8. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.